So, Leute, sind wir beim nächsten Deck und es ist Four Color Boo Control. Ich habe es mal so genannt, weil ich echt keine Ahnung habe, wie ich es anders nennen soll. Es ist halt ein Four-Color-Control-Deck, was einfach eine Menge Spaß gemacht hat und Leute mit, wenn es Kombu tötet, dementsprechend, ja. Gehen wir direkt ins Deck. Wir spielen Fetchländer. Ein rot-weißes, rot-blaues, zwei grün-blaue, vier blau-weiße und vier Prismatic Vista, die wir tappen können, opfern können für ein Basic Land. Dann spielen wir eine Tropical Island, blau-grünes Duel. Ein Volcanic Island, rot-blaues Duel, eine Tundra, das ist ein blau-weißes Duel, ein Snow-Covered Forest, ein Snow-Covered Mountain, zwei Snow-Covered Ebenen und zwei Snow-Covered Inseln. Die Mana-Basis, eine Menge Basics, drei Duels und unendlich viele Fetchländer, weil wir einfach auf die Mana-Farben kommen müssen, die wir haben. An dieser Stelle einmal ganz kurz der Hinweis, ich habe das Deck auf Twitter das erste Mal gesehen und fand es mega cool und musste es deswegen tatsächlich einfach nachbauen, bin ich ehrlich. Es war aber der Austrian Legacy League dabei. Dementsprechend, ja, habe ich das nachgebaut und ich habe damit einen 4-0 bei uns in der Fishkick Series hingelegt. Das war einfach ein cooles Deck. Wir spielen einen Uro de Huro. Ich mag Uro nicht, aber ich habe ihn hier drin, weil ich keinen Bock hatte, bei uns Red und Mantle Blast zu spielen, weil so viel Delver läuft bei uns nicht rum, weil bei uns haben die Leute halt noch Ehre. Dementsprechend, Uro reingepackt, 3 Mana, Kreatur, 6-6, kommt ins Spiel, wird geopfert, wir kriegen 3 Leben, dürfen eine Karte ziehen, dürfen Land ins Spiel bringen und wir können den, macht er auch, wenn er angreift, und wir können den eben escapen und aus dem Friedhof wieder casten, immer und immer und immer wieder, ganz schlimm. Dann ein One-Off Snapcaster Mage. 2-1, Flash, wenn der Spielfeld kommt, können wir Instant Sorcery aus dem Friedhof casten. Ich habe in diesem Deck 5 Prismatic Endings schon gecastet. Mein Gegner hat's gehasst. Ich habe es geliebt. Mein Gegner spielt, glaube ich, aktuell kein Legacy mehr. Nee, tut mir leid. Dann 4 Eisfang-Kotels. Eisfang-Kotels, 2 Mana, 1-1, Flash, fliegend. Wenn der Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Und die haben Death Touch, solange wir mindestens 3 andere Snow-Permanente kontrollieren. Wir haben halt die Basic Lands und wir haben halt die anderen Kotals als Snow-Basic, als Snow-Karten halt. Dementsprechend, ja. Und die letzte Kreatur, dann sind wir mit den Kreaturen auch schon durch. Es wird sehr kurz mit den Kreaturenländern und den ganzen anderen Krams. Ja. Ist eh so ein sehr kurzes Deck. Stoneforge Mystic. Wir können unser Deck durchsuchen, eine Ausrüstung, die auf die Hand nehmen, 2 Mana 1-2. Oder für 2 Mana tappen, eine Ausrüstung aus der Hand ins Spiel bringen. Ganz nett. Gehen wir direkt weiter zu den Ausrüstungen, weil sie sind auch halbe Kreaturen. Wir haben eine Kaldra Complete. 7 Mana Ausrüstung, die, wenn sie ins Spiel kommt, mit dem 0-0 Token ins Spiel kommt. Die ausgerüstete Kreatur gerade 5 plus 5. Erstschlag, Trampel, Unzerstörbarkeit, Eile. Und immer wenn diese Kreatur dem Gegner Schaden zufügt, beziehungsweise eine Kreatur, die er kontrolliert, wird diese Kreatur exiliert. Dann Batterskull. 5 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt +4/+4. Wachsamkeit und Lifelink. Wir können die für 3 Mana zurück auf die Hand nehmen und für 5 Mana ausrüsten. Und auch sie kommt mit einem 0-0 schwarzen German Phyrexian Token spielen. Dann eine Umidzar-basierte 2 Mana Ausrüstung, die wir für 2 Mana ausrüsten können. Sie fügt einer Kreatur oder einem Spieler oder irgendwas irgendwo Kampfschaden zu und kriegt 2 Marken. Wir können eine Marke runternehmen, um der Kreatur +2/+2 zu geben, die ausgerüstet ist. Einer random Kreatur -1/-1 zu geben oder 2 Leben zu bekommen. Das ist die schlechteste Ausrüstung hier drin. Batterskull Kaldra Regeln. Dann ist der zweite Red Elemental Blast bei mir geflogen für Sylvan Library. 2 Mana Enchantment. Zu Beginn des Draw Steps können wir bis zu 3 Karten ziehen. Also eine ziehen wir sowieso und 2 mehr. Und dann müssen wir uns halt entscheiden. Wir können für jeden, den wir behalten, 4 Leben bezahlen. Oder wir legen eben 2 Karten zurück. Das geht's dead. Ein bisschen Card Selection ist nie verkehrt, gerade wenn man ein bisschen länger, ein bisschen am Grinden ist. Das ist nicht schlecht. Dann 2 Narset, Pattern of Veils. 3 Mana, 5 Marken. Spieler können nicht mehr als eine Runde Karte pro Runde ziehen. Also gegnerische Spieler. Wir können machen, was wir wollen. -2, wir gucken uns die obersten 4 Karten unseres Decks an, revealen eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte davon und nehmen sie auf die Hand. Das sind unsere Kreaturen, das sind unsere Länder und den Rest können wir auf die Hand nehmen. Dementsprechend sehr coole Karte. Wir sind übrigens bei den Planeswalker und spielen 2 Stück davon. Genau wie wir 2 Teferi Time Reveler spielen. 3 Mana, 4 Marken. Jeder Gegner darf nur noch Spells wie Sorceries spielen. +1, wir dürfen Sorceries wie Instant spielen. -3, wir bouncen ein Artefakt, eine Kreatur der Verzauberung und ziehen eine Karte. Und jetzt die Nummer, auf die alle gewartet haben. Minsk und Buu. Minsk und Buu ist ein 4 Mana, 3 Marken Planeswalker. Und immer wenn der ins Spielfeld kommt oder zu Beginn des Versorgungssegments, kreieren wir einen Buu.
Legendary 1-1 Human Hamster mit Trampel und Eile. Plus 1, eine Kreatur mit Trampel oder Eile kriegt 3 plus 1 Marken. Das kann auch eine ausgerüstete Battleskull sein, Kaldra-Komplett sein. Aber das war's. Aber das kann es sein. Oder für minus 2, wir opfern eine Kreatur und fügen einem Target X Schaden zu, bei X die Power ist. Und wenn es Sacrifice den Hamster ist, ziehen wir auch noch X Karten, was mächtig ist. Es kann auch euer Commander sein, aber niemand spielt Commander, sind wir mal ehrlich. Dann haben wir den Punkt, dass Minsk und Bu ein bisschen auch negativ sein können, weil das ist ein ETB, auf den man reagieren kann und den Minsk und Bu abschießen kann. Bei anderen Planeswalkern kann man ja nicht besonders gut reagieren, wenn er ins Spielfeld kommt. Also ein Teferi zum Beispiel könnt ihr nicht einfach Lightning Bolten, wenn er ins Spielfeld kommt. Da hat der Gegner erstmal Priorität. Minsk und Bu hat leider ein ETB, wodurch der sehr, sehr anfällig für Lightning Bolts ist. Aber solange das noch keiner weiß, sind wir damit safe. Psst. Kommen wir zum Rest von dem Deck. Auch das ist sehr straightforward. Wir spielen 4 Force of Wills. Wir können eine blaue Handkarte werfen, ein Leben verlieren und statt die Mana-Kosten zu bezahlen, wir countern Target Spell. Ein Force of Negation, 3 Mana, hat auch diesen Pitch-Effekt, aber nur im Gegnerzug. Und wir können nicht Kreaturenzauber casten und der wird exiled. Dann 4 Brainstorms. Zieh 3 Karten, leg 2 Karten von deinem Deck oben, von deiner Hand oben auf dein Deck. Ähnlich wie Opt, nur besser. Dann die nächste Karte, 4 Ponder. Wir gucken uns die besten 3 Karten des Decks an, nehmen einen davon auf die, also wir legen die Millennium-Reihenfolge zurück, ziehen deine Karte. Wir dürfen aber vorher mischen, wenn wir wollen. Dann, schon angekündigt, 4 Prismatic Endings, ein weißes Mana und X. Wir exilieren den Non-Land Permanent mit Mana-Value gleich der Mana-Farben, die wir ausgegeben haben. Auch mittlerweile sehr guter Staple. Und 4 Swords to Plowshares. Also das Deck besteht einfach nur aus Counter, Card Draw und Removal und Minsk und Boom. Swords to Plowshares für einen Mana, wir exilieren eine Kreatur und eine Beherrschung, kriegt so viel Leben, wie die Kreatur Angriffsstärke hatte. Das war schon das Mainboard. Damit habe ich schon Leute verprügelt. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Im Sideboard spiele ich erstmal einen zweiten Minsk und Bu. Gerade in Matchups, wo er gut ist, sollte man einfach einen zweiten haben. In den Matchups, wo er schlecht ist, kann man den aus dem Mainboard rausbohren. Deshalb nimmt er hier einen Slot ein. Kennen wir ja schon. Dann haben wir 2 Surgical Extraction. Ein schwarzes oder 2 Leben bezahlen für die Mana-Kosten. Wir exilieren eine Nicht-Basic-Land-Karte aus dem gegnerischen Friedhof oder aus unserem Friedhof. Und durchsuchen dann die Hand, das Deck, des Friedhofs, des Gegners nach allen Karten mit demselben Namen, dexieren die. Dann ein Misdirection. 5 Mana Instant, auch mit diesem Pitch-Effekt für Blau und ein Single-Target-Spell, Target was anderes. Das ist zum Beispiel eine Karte, die ich explizit gegen jemanden drin habe, der bei uns ganz, ganz viel Smog spielt, also Chainsmog. Das habt ihr jetzt neulich gesehen, das Deck-Tag. Und gegen, ja, Misdirection ist er nicht ganz so gefeit und das ist eine gute Karte dagegen. Dann ein Hydroblast, weil ich spiele zwar ungern die Pyroblasts, aber ich mag die Hydroblasts, was daran liegt, dass bei uns halt auch eine Menge Rot gespielt wird. Und eine Menge Leute Hydroblast spielen, ich jetzt halt persönlich nicht. Dann haben wir noch 2 Pyroblasts. Das ist dasselbe wie Hydroblast, nur in Rot. Also wir countern einen blauen Zauber oder zerstören ein blaues Permanentes. Hydroblast macht ja einen roten Zauber oder ein rotes Permanentes. Zum Beispiel, was wir damit kaputt machen könnten, wäre ein Blood Moon. 3 Mana Enchantment, all non-basic lands are mountains. Change my mind. Finde ich sehr gut in dem Deck. Dann ein Meltdown für ein rotes und X. Wir zerstören alle Artefakte, Mana-Kosten von X oder weniger. Auch hier ganz nett, einfach mal das Board von Ursas Saga-Tokens und 8-Cast-Kram zu befreien. Dann ein Serenity, auch das Artefakt-Hate. Wir zu Beginn des Versorgungsmoments zerstören wir alle Artefakte und alle Verzauberungen, auch sich selber. Aber ja, das ist ganz nett. Wir legen das, der Gegner kann nichts casten, wir gehen in unser Zug, alles macht Boom, wir spielen weiter, der Gegner ist ein Turn hinten. Dann haben wir ein Sevinus Reclamation. 3 Mana Sorcery, wir bringen eine permanente Karte, Mana kostet von 3 oder weniger aus dem Friedhof zu ganz Spiel. Wenn er aus dem Friedhof gecastet wurde, können wir 2 davon rausbringen. Ist ganz nett, um nochmal eine Stormforge rauszuholen oder ähnliches. Gegen Removal-heftige Decks gar nicht mal so verkehrt. Leider kostet Minsk und Bu 4. Dann haben wir noch ein Supreme Verdict. Ein blaues, 2 farblose, ein blaues, 2 weiße, ein farbloses. Wir kann nicht gekontert werden, wir zerstören alle Kreaturen. Ganz nett. Dann gegen Blau spiele ich auch noch Carpet of Flowers für ein grünes zu Beginn des Main Steps, 1 oder 2. Aber nur wenn das beim ersten nicht ausgelöst wurde, kann man das in der zweiten machen. Suchen wir uns einen Gegner raus und wir kriegen Mana von einer Farbe, die uns ausruhen, in Höhe der Insel, die der Gegner kontrolliert. Und das kann sehr, sehr gut und sehr viel sein. Und ich habe noch einen Endurance drin als zusätzlichen Graveyard Hate.
Dramana 3-4 Flash Reach. Kann auch mal andere 3-3er, Delver oder ähnliches abräumen. Und ja, wenn ihr ins Spielfeld kommt, legen wir einen kompletten Friede von das Deck. Auch das ist, kann auch mal uns selber treffen. Und wir können das evoken mit grünen Karten, die wir exilen aus der Hand. Unsere grünen Karten sind sehr gut, dementsprechend passiert das sehr, sehr selten. Wir hardcasten das Ding lieber. Ja, das war das Sideboard. Gehen wir mal im Deck Talk. Und da muss, beziehungsweise kann ich gar nicht so viele Karten raussuchen. Es ist ja halt alles mit Swords to Plowshares, Force of Wills, Force of Negation, Prismatic Ending und sonstigem Kram, Brainstorm Ponder voll. Und die Kreaturen sind auch nur heiße Luft. Dementsprechend habe ich mir dieses Package rausgesucht. Stormforge Package. Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich liebe Stormforge. Und seit Kaldra Complete ist es noch viel geiler geworden. Einfach nur, weil man hier mit extremst coole Kombinationen machen kann. Man kann 5-5er damit immer wieder ins Gesicht ran. So, so cool. Und auch die 7 Mana zum Equippen passiert bei dem Deck schon mal. Dann Uro. Ich mag die Karte nicht. Ich spiele sie in dem Deck, weil sie hier gerade rumliegt und meh. Aber ja. Es gibt eine Menge Leute, die Uro mögen. Dementsprechend, wenn ihr Uro mögt, könnt ihr auch gerne einen zweiten oder sogar einen dritten in dieses Deck reinfriemeln, indem ihr Snapcaster rausnimmt und so ein Kram halt. Und die Library. Dann habt ihr schon 3 Uros drin, wenn ihr unbedingt wollt. Und ja, das funktioniert auch als Win-Option. Und natürlich die coolste Win-Option, Minsk und Boo. Eine Karte, die super hart gehypt wurde auf Magic Online, die jetzt in Paper schon ein bisschen länger da ist. Und kaum einer hat sie gespielt oder gesehen. Und sie ist ganz nett. Ich habe mit einem 7-7-Hamster Leute verprügelt. Was Spaß macht. Aber ist sie wirklich so strong? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Sie macht auf jeden Fall Spaß und das ganze Deck macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Und es ist halt, wie gesagt, komplett competitive, kann komplett mithalten dementsprechend. Wenn ihr die Karten dafür habt, kann ich es euch nur empfehlen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr den Daumen ja gerne mal nach oben drücken und mir in den Kommentar schreiben, was euch gefallen hat und was nicht. Dann weiß ich auch, was ich verbessern kann und was nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.